das hier im Ofen, mach den Ofen aus, ist übrigens keine alte Banane, sondern eine frische, die ich 15, 20 Minuten im Ofen gebacken habe. Die kommt dann nachher gleich zum Einsatz. Denn es gibt jetzt unser Superfood-Joghurt. Vegane Art, und das bedeutet, ich fange mit einem Soja-Joghurt an. Soja-Joghurt in der größere oder geeignete Schüssel. Und den schmecke ich gleich ab mit Zimt. Da heißt ja, dass der Zimt auch unseren Stoffwechsel antreibt. Und als zweites etwas Vanille. Dann nehme ich die gepulverte Vanille. Die lässt sich leichter verrühren. Süß. In dem Fall Agavendicksaft. Der ist eben leicht flüssig und verteilt sich optimal im Joghurt. Und da, wo was Süßes drin ist, da möchte ich ganz gerne saure Gegenkomponente. Das könnte eine Zitrone sein. In dem Fall nehme ich aber einen Boskop-Apfel und reibe so nach Lust ein paar Streifen ab. Das reicht mir auch schon. Ich kann immer noch nachlegen. Diese Boskop-Streifen kommen dann gleich mit in den Sojajoghurt. Schon sauber, dass das Brett schon wieder bereit steht für das nächste Umrühren. Dass alles sich verteilt. Habe ich irgendwas vergessen? Süß ist es. Sauer. Zur Sicherheit schmecke ich ab, ob es schon rund ist. Oh, es könnte eigentlich noch etwas süßer sein, aber ich habe ja meine gebackene Banane. Die war tatsächlich vorher so strahlend gelb wie die frische hier. Aber nach 15 Minuten verändert die ihr Äußeres. Und wenn ich das jetzt leicht abkühlen lasse, dann lässt es sich besser schneiden. Ich könnte sie auch warm servieren. Schneide ich die einmal längs durch. Und dann merke ich schon beim Schneiden, die ist breiiger geworden. Eigentlich auch so schon ein schönes Bild, kann ich mir auch vorstellen mit einem Eis dazu. Ich nehme aber diese gebackene Banane, die jetzt durchs Backen ihren Geschmack, ich würde mal sagen, vervierfacht hat, als Stückchen mit in den Joghurt. So, und weil mir das so gut schmeckt, nehme ich die zweite auch noch dazu und rück ein paar größere Stückchen, dass ich dann auch noch was zum Beißen habe. Okay. Nochmal verrühren, gerne auch ein bisschen stampfen und drücken, dann kann ich das gleich abfüllen. Ich habe hier meine Lieblingsfrühstücksschale und dann in die Schale verteilen. Das Schöne ist, ich habe gerade probiert, der Zimt verträgt sich total gut mit der Vanille und klar auch mit dem Apfel. So. Und jetzt kommt unser Superfood zum Einsatz. Superfood in aller Munde. Eigentlich nichts anderes als Früchte oder Samen oder Lebensmittel im Allgemeinen, die eben von Natur aus recht viele Nährstoffe haben, also eine hohe Nährstoffdichte, die unserem Körper gut tut. Also kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein natürliches Powerfood. Dieses rote hier ist übrigens die Goji-Beere, frisch vom Strauch. Die kann man nämlich bei uns auch im Garten züchten. Schaut ein klein wenig aus wie eine Hagebutte, vom Geschmack her leicht süß. Hier habe ich die Maulbeeren. Maulbeeren, vom Geschmack her leicht wie eine Rosine, aber nur ähnlich. Vielleicht etwas malziger, mit viel Ballaststoffen oder ich sage Faserstoffe. Und das hält mich lange satt. Dann haben wir noch etwas Besonderes, nämlich den Schatz der Azteken, eine rohe Kakaobohne. Die kann ich hier im Mörser leicht anstößeln oder auch daheim mit dem Messer. Nehme ich meine Hände dazu hier und streue mir diese rohen Kakaobohnen oben als i-Tüpfelchen drauf, mitsamt der Schale. Die ist geschmacksneutral, die schmeckt mir auch, weil es so leicht knusprig ist. So kann es aussehen. So werde ich es auch gleich essen. Wer mehr erfahren will über unser Superfood, der schaut auf www.prima-leben.tv und das Rezept steht natürlich auch drin. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und viel Power.